Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem fünften Teil der Reihe Bibeltexte einfacher verstehen. In Teil 5 geht es heute um das Textschaubild. Ich will euch zeigen, wie ein Textschaubild hilfreich sein kann, um den Bibeltext besser zu verstehen, um den Inhalt des Textes besser zu verinnerlichen. Und da es wenig Sinn macht, dass ich euch jetzt von einem Textschaubild erzähle, möchte ich euch ganz konkret mit hineinnehmen an meinen Bildschirm und dieses Textschaubild jetzt mit euch gemeinsam machen. Auch anhand des Beispiels von Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Dort heißt es, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Zunächst lasst uns mal das Ganze ein bisschen in Sinnesabschnitte untergliedern. Wir haben zunächst mal, und Jesus trat dazu und sprach. Und jetzt kommt das, was er sagt im nächsten Teil. Dann kommt erst meine Selbstaussage, was betrifft ihn? Mir ist gegeben. Danach kommt darum, jetzt kommt ein Auftrag an uns. Und am Ende kommt wieder, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, wieder eine Selbstaussage von Jesus. Also wir haben hier schon mal so eine grundlegende Struktur. So, jetzt würde ich an dieser Stelle nach dem Abschnitten auch noch mit Einrücken arbeiten, um ein bisschen daran zu zeigen, was gehört alles dazu. Also wenn wir jetzt mal das Ganze einrücken, dann sehen wir, dass dieser ganze Teil zusammengehört, Jesus sprach. Das ist das, was er gesagt hat. So, jetzt habe ich gesagt, jetzt haben wir hier verschiedene Teile. Wir haben hier erstmal die Selbstaussagen über Jesus selber und dann den Auftrag. Jetzt können wir diesen Auftrag natürlich auch nochmal weiter untergliedern. Ich ziehe ihn mal noch weiter rüber und können sehen, okay, das sind jetzt verschiedene Verben. Was sollen wir alles tun? Gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jetzt kann man natürlich das Ganze noch ein bisschen weiter ausführen, indem man zum Beispiel das Ganze noch konkretisiert. Darum geht hin, kommt keine weitere Konkretisierung, macht zu Jüngern. Wen sollen wir zu Jüngern machen? Alle Völker, könnten wir nochmal weitermachen. Tauft sie, wie? Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten, was? Alles, was ich euch befohlen habe. Und schon haben wir hier eine Übersicht, eine Struktur in den ganzen Text bekommen. Als zweites würde ich nun anfangen, das Ganze ein bisschen farblich zu markieren. Zum Beispiel mal hier die Aussage von Jesus. Das machen wir mal blau. Jetzt haben wir gesagt, das nächste, sozusagen der Rahmen des Ganzen, da können wir jetzt eine andere Farbe wählen. Nehmen wir mal hier braun. Auch hier nochmal braun, weil das sind ja die Selbstaussagen Jesu. Und jetzt picken wir mal den Auftrag nochmal raus. Der ist jetzt, den machen wir mal schön grün. So, jetzt sehen wir hier schon, dass dieser Auftrag von Jesus eingebettet ist in ganz konkrete Rahmenaussagen von ihm. Und da würde ich jetzt als nächstes auf den Inhalt genauer eingehen und gucken, was sagt Jesus jetzt denn konkret? Also zum einen sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist was wir auf jeden Fall mal halt markieren können. Jetzt habe ich es falsch gemacht. So wollte ich es markieren. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und unten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also sehr allumfassende Aussagen. Und deshalb sehen wir auch hier, dass das zum einen die Allmacht Jesu widerspiegelt. Und hier unten sehen wir die Allgegenwart Jesu. Also diese Zusagen Jesu, sowohl seine Allmacht als auch seine Allgegenwart, sind sozusagen die Grundlage für diesen Inhalt. Das ist schon mal was wir anhand der Textstruktur jetzt feststellen. Das ist sozusagen der Rahmen, die Rahmenbedingungen für den Auftrag, den er uns gegeben hat. Weil Jesus alle Macht gegeben ist und er immer bei uns ist, darum sollen wir hingehen. So, und jetzt können wir als nächstes mal ein bisschen die Verben uns genauer anschauen. Geht hin, das machen wir jetzt mal gelb. Mache zu Jüngern. Tauft. Und lehret sie halten. Da ist wichtig, dass es nicht nur lehret sie, sondern dass es lehret sie halten. Das gehört zusammen. Es geht nicht nur ums Lernen, um Inhalte zu verstehen, sondern es geht dann auch darum, das zu leben. Und zu guter Letzt können wir hier vielleicht auch noch die Dreieinigkeit, die wir hier entdecken. Das machen wir noch in grün.
Also welche Farben man dann nimmt, was dann schön aussieht, das kann ja jeder selber entscheiden. Und das kann man dann auch nochmal markieren, damit das nochmal ein bisschen ins Gesicht, in den Blickfeld. Dreieinigkeit. So. Genau. Und jetzt haben wir schon mal relativ einfach eine Übersicht bekommen, wie dieser Text strukturiert ist. Natürlich muss man jetzt dann noch weitergraben. Wenn man sich jetzt auch diese vier Verben mal genauer anschaut, dann wird man gerade im Griechischen noch Entdeckungen machen, die sehr interessant sind. Aber man hat jetzt schon mal so eine Grobstruktur, die einem hilft, den Text leichter zu verstehen. So ein Textschaubild könnt ihr natürlich auch sehr gut selber machen. Da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Die einfachste ist vielleicht einfach, dass ihr euch ein Textdokument öffnet und dann zum Beispiel über Bibleserver oder andere Online-Bibeln dann den Text rauskopiert und dann anfangt, so wie wir es gerade gemacht haben, daran rumzubasteln. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann auch sehr das Programm Logos empfehlen, die Bibelsoftware. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da kann man dann Texte gegenüberstellen. Man hat so viele verschiedene Bücher, die man integrieren kann. Und man kann auch ganz konkret an Texten arbeiten. Also auch das kann sehr hilfreich sein. Durch das Textschaubild fällt es einem leichter, einen Gedankengang der Texteinheit zu folgen und verschiedene, ja, Aspekte des Textes zu systematisieren. Und deshalb ist dieses Textschaubild auch von mir eine große Empfehlung, wenn ihr einen Bibeltext einfacher verstehen wollt, dann macht doch einfach mal ein Textschaubild. Das war's für heute und wir machen dann beim nächsten Mal weiter und wollen uns ein bisschen dann mit Hintergrundinformationen beschäftigen. Ihr könnt also schon mal gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.